So. Ein wunderschöner guten Abend. Ich heiße Phyllis Henrichs, ursprünglich aus Ghana. Mein Dorf heißt Gomwafete und liegt 60 Kilometer von Accra. Ein wunderschöner Dorf. Ich lebe seit 18 Jahren in Deutschland mit meiner Familie. Mein Mann kommt aus Deutschland, dadurch bin ich in Deutschland gelandet. Und ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Junge. Ich bin jetzt gerade zur Zeit auf der Afrika-Tage hier am Donauplatz da. Ich verkaufe Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens ist für jedes Lebewesen. Dieser Baum ist ganz normal Nahrungsmittel bei uns zu Hause. Für uns ist es wie Spinach. Wir sind mit aufgewachsen. Die Samen haben wir benutzt, Wasser zu reinigen. Und dann kommt die Zivilisation, die uns belehrt haben, mit dieser Sachen Wasser zu reinigen und dieser Sachen zu essen, ist Armut, unhygienisch und alles, was dazu gehört. Heute, nachdem die unseren ganzen Ozean umhüllt hat mit Müll, Industriemüll, Bericht zeigt, Deutschland alleine schickt 700.000 Tonnen Müll nach Ghana pro Jahr. Das Ergebnis ist, normale Flüsse, die wir davon Fisch gefangen haben und gelebt haben, normale Wasser, die wir getrunken haben, ist heute alles versäumt. Jetzt, wo die Leute aber erkennen, was auf uns alle kommt, die letzten 17 Jahre sind Wissenschaftler unterwegs, wieder zu suchen, wie man Wasser reinigen kann von der Natur und wie der Mensch von der Natur gesund gehalten kann und wiederum, wie man Energie gewinnen kann, ohne dass der letzte Baum abgefallen werden, ob das noch gibt. So, mit diesem Produkt bin ich hier auf dem Markt und da habe ich den jungen Mann, der Peter, war bei mir als Kunden und ich habe einfach dieses Projekt als meine Einzelbotschaft in einer unfairen Welt, die die unschuldigen Menschen, die in ihrem friedlichen Dorf leben, was die hinter den Kulissen hier planen und einfach wenn sie einfach nur auf die Leute kommen unerwartet, nicht zu gehen, einfach so wie man die fangen, wie gefangen ist, wie just to capture them in ihre eigene Zuhause, dass ihre ganze Existenz verlieren und hilflos da sitzen. Und die sind genau die Leute, die besonders im deutschsprachigen Raum ihre Gesichter überall geklebt werden als arme Leute. So, ich habe mein Projekt, das Ziel ist einfach, erstens, das Botschaft hier für jeder Menschen, die sehr gerne leben und sehr gesund leben, das Botschaft ist, die Natur hat für uns gesorgt, bevor wir kamen. Dankeschön. Ja, dass die Natur für uns gesorgt haben, bevor wir kamen. Afrikas Dschungel ist Nahrungsmittel für alle Kinder dieser Erde. Wenn wir nicht wach werden, der Art, wie sie uns überfallen und alles kaputt schneiden, die nächsten 20 Jahre, wenn das weitergeht, ich erzähle Leute, wir sind alle vorbei. Weil vor 20 Jahren lag gar keine Müll in Afrika, aber ich meine ganzen Afrika, weil unsere ganze Nahrung war alles Recycling. Selbst Imbiss haben wir in Blatt verpackt. Und damals war
The Nachbarn steht auf und fährt weiter und die anderen. Wir haben Süßigkeiten in der Form von Zuckerrohr. Wenn wir gegessen haben, der Rest hat man benutzt, um Fisch zu grillen. Dadurch kriegt es eine schöne gelbe Farbe. Orangenhaut haben wir benutzt als Moskitospray. Heute, alle diese Sachen geht gar nicht mehr. Alles nur muss vom Ausland kommen. So, zuallererst machen Sie das Lebensunterhalt sehr teuer für uns und für die Leute, die die als arm und alle Ämste bezeichnen. Und am Ende nehmen Sie uns weg, alles, was wir besitzen. Und was meinen Sie mit dieser alles, was wir besitzen? Vor 7 Jahren, als die Globalisierung annonciert haben, waren Jugendliche in Deutschland, evangelische Jugendliche, die haben alle gestreikt, weil Globalisierung geht darum, dass man der weniger von den Ärmsten wegnehmen will. Tatsächlich, die letzten 7 Jahre, wir besitzen keine Ackergrundstück mehr. Hier ist das Kind, die mit der Mutter 7 Hektar Mangos angebaut haben. Mit dem Kopf müssen wir zum Fluss Wasser holen und die bewässern. In der trockenen Zeit, bevor der Jäger das alles weg in, mit Buschfeuer verbrennen, müssen wir Maniok, eine Gemüse wie Kartoffel, anbauen, damit dass, wir immer den Unkraut wegmachen können. Diese reine Mangos brauchen 20 Jahre. Die echte Originale, die brauchen 20 Jahre, bevor sie Früchte bekommen. So, hier ist das Kind. Sie muss jeden Morgen 3 Friedhof kreuzen zu der Farm, um die Schafe von den Nachbarn wegzujagen, weil die Schafe haben den Ort als ihre Futterort gefunden. Und heute, genau in der Zeit, wo diese Mangos Früchte bekommen, besitzt Amerika die ganzen Grundstück. Wenn wir als Afrikaner von Grundstück, vom Clan reden, Clan hat mehr als 400 Leute. Und dieser Grundstück gehört jeder, der Onkel, der Cousine, jeder, der hinkommt, hat das Recht, ihre Acker, ihre Getreide oder Mais anzubauen, wenn die Saison vorbei ist. Für uns, dieser Grundstück, solange man da drauf anbauen kann und wieder ernten kann, gehört uns alle. So, Amerika ist gekommen in den Namen von Kirche, Church of Christ, kann man auch überall im Internet suchen. Dieses Projekt nennt sich Village of Hope. And in the name of Village of Hope, alle Mangos, und stellen Sie mal vor, wie unsere Community leben ist. Wir arbeiten nebeneinander, das heißt, wenn einer in Gefahr ist, ist die andere vor ihm da. Das heißt, Mangos, Palme, Kokosnuss, diese Live Crops, sind alle in diesem Gebiet aufgebaut und Amerika hat alles abgeschnitten. Meine Mutter, Mama sitzt jede Nacht im Bett. Oh, lieber Gott, mein Leben lang Arbeit, dass ich noch am Leben bin und meine Mitmenschen mir sowas angetan haben. Lieber Gott, seid mir gnädig. Dieser hilflose Schrei von meiner Mutter. Sie war selber 2-mal Witwe. Von ihren 10 Kindern hat sie die ersten 5 begraben, bevor sie die 5 das Rest behalten konnte. Ich bin der Jüngste. Sie hat geschafft, uns alle in der Schule mit weiter Freunden Schule bis einige an der Universität uns mit ihrer Farmarbeit, mit ihrer Verkauf. Sie steht in der Farm, um 3 Uhr guckte die Sonne und sagte, ich muss jetzt mit meiner Schmuckwaren rund um die Stadt gehen, dass ich an Geld kommen kann. Und ihre ganzen Erbe, was sie ihre Kinder hinterlassen wollte, 7 Hektar Mangos. Wenn der Ernte da ist, braucht man Autos, die diese Sachen nach Hause transportiert. In München bei Dalmaya
kostet ein Kilo von dieser Mangos 25 Euro. Diese Mangos, die sind solche Größe und sehr gelb, richtig lecker von Natur. Gerade die Mangos, die hier verkaufen, ist gerade die Mango, die nur mit Chemie anbauen. In ein Jahr hat man diese Fetterdinger, die überall als Bio genannt werden. Wenn jemand mich fragt nach Bio, ich frage, hat man von der Original gehört? Weil der Original braucht keine Bio. Unser Boden in Ghana ist so fruchtbar. Mein Mann als Deutscher sagte, in Ghana spuckt man auf den Boden und es wächst was da draus. Und das ist wahr. Heute, wo ich hier reden, Arbeit, die wir jüngere Männer, jüngere Frauen mit der Kraft gemacht haben, Ackerarbeit. Pestizide, die keine Menschen hier brauchen, genau das wird dort geschickt. Und diese jungen Männer, wenn die diese Behälter am Rücken haben und die das alles besprühen, die finden das so toll, weil das von Europa gekommen ist und das ist gut. Heute haben wir keine Schlange mehr und keine Skorpione bei uns im Dorf. Früher haben wir mit denen alle gelebt. Die Geschichte mit meiner Mutters Mango, man würde fragen, wie ist das gekommen, dass die Amerika auf einmal euer Grundstück besitzen? Ghana ist der Ort, wo die allererste Europäer aus Portugal gekommen war, in Elmina. Damals, wenn es geregnet hat, haben die Leute Gold auf die Straße gesammelt. Und Ghana ist der Ort, wo die ganzen Transatlantik-Geschäfte angefangen haben, die Sklaverei, warum Amerika entstanden ist, mit dem Blut von den Blacks. Es hat alles in Ghana angefangen. 66 Sklavenburg haben wir heute in Ghana. Und Ghana hat immer noch nicht gelernt. Die Könige, die uns verkauft haben, unter anderem haben die Leute selber welche gefangen. Aber dieselben Könige, die haben so eine Macht, diese Macht wurde denen gegeben von ihren eigenen Leuten, bevor die internationale Politik kam. Das heißt, der König alleine darf Grundstück verkaufen. Und dieser König, manchmal, der ist nicht mal in der Dorf aufgewachsen, der ist von irgendwo anders zugekommen, hat keinen Bezug zu den Leuten, nur von der mutterlichen Erbseite hat der Recht. Als König zu werden. Und so eine haben wir im Dorf gehabt. So, wie 640.000 Hektar an Amerika alleine verkauft war, wussten wir alle nicht. Man geht einfach am nächsten Morgen in der Farm und der Fremde besitzt eine ganze Plantage. Die Geschichte haben wir vor Gericht. In Ghana brauchst du nur Schmiergeld zu bezahlen. Die Politiker verkaufen uns hier, die kommen als Investor, der König verkauft unser Grundstück an sie, wenn sie einfach vor ihr Recht kämpfen will, schicken sie ihre Gelder an die Anwälte und die nehmen natürlich noch fette Gelder von den anderen. Bis irgendwann hast du verloren, ob du Recht hast oder nicht. Und so war die Geschichte mit meiner Mutter. Wie ich zu Moringa kam, meine Mutter war krank, ich habe den Anruf bekommen und ich habe Medikamente gekauft. Ich hatte keinen, der mir mitnehmen konnte. Und ich war so hilflos. Dann habe ich mir einfach mit meiner Mutter gesprochen. Die Stimme war nicht die Frau, die ich kenne. Dann habe ich auf welcher Grund auch immer einfach Recherche gemacht über Moringa. Und dann habe ich gesehen, da ist so viel Recherche über Moringa die letzten Jahre. Und ich habe dabei viele Kräuter von meiner Mutter und meinem Onkel gelernt. Ich rufe an, wenn in Ghana, wenn die Familie sich treffen bei einer kranken Menschen, ist ja schon vorbei. Und alle waren da an dem Morgen. Ich sagte, hol mal sofort die Moringa, bearbeitet die so und so und so. Sie hat ganz normale Koliken, eine Alterskrankheit, wenn man die Verdauungsschwierigkeit hat. Und der Arzt konnte dir nicht helfen, aber mit Moringa, nach 2 Tagen rufe ich meine Mutter an, hey,
Die Stimme wieder Halleluja. Ich sagte, nee, ich muss mal hier mehr mit Moringa machen. Und da habe ich erfahren, was für eine Recherche von Universität aller dieser Erde, von Europa, Amerika, Asien, Afrika. Jeder hat Untersuchungen mitgemacht. Moringa-Samen reinigt Wasser gesünder als jede Chemie. Der Baum wächst in einem Jahr zwischen 8 bis 12 Zentimeter. Und das heißt, man kann durch eine schnell wachsende Art ist die beste Biomasse, um Energie zu gewinnen. Jetzt, wo sie diese Bäume untersucht haben, wollen sie nur, dass die Leute von hier nach Afrika diese Sachen anbauen. Das heißt, wieder der Ackerboden von diesen armen Leuten, die ihre Gesichter hier gezeigt werden, die ihre Grundstück wird genommen. Wir sind orale Völker, wir schreiben unsere Geschichte nicht. Aber diese Grundstück in Ghana, wir sind von Ägypten dahin gekommen. Wie unsere Ahnen das besitzen hat, diese Geschichte kennen wir weiter. Und heute, wenn der Fremde kommt und auf einmal gehört denen die ganzen Grundstück. Ich ging nach Ghana 2012, einen Sonntag wollte ich einfach normal spazieren am Strand. Ich wurde gejagt. Warum? Weil irgendeine Tante Gisela aus Deutschland Grundstück gekauft hat am Strand und die vier Dörfer dürfen ihren Strandweg nicht mehr benutzen. Ich gehe zu der König, ich sagte, was ist hier los? Ich sagte, ja, wir waren hier, kommt die Frau, wir haben die mit Freude zu uns genommen, die lasst uns gar keine Ruhe. Es steht im Internet, Blue Diamond Spa. So, wir dürfen wirklich diesen Weg nicht nutzen, aber das ist der einzige Weg, die vier Dörfer, Winneba, Mankwazi, Abrekum, Apam, verbindet. Es ist so kurz, dass die Leute nicht mal eine Straße bis zu der Hauptstraße haben und keine Autos. Und die Strandweg ist so kurz, wenn sie morgens gegangen war und die Welle zurück war, tagsüber, bevor sie zurückkam, ist alles voll. Deswegen haben sie ganz viele Kokosnüsse angebaut.